Ja, hallo und herzlich willkommen zurück zu diesem Let's Play Klassenquest des Kriegers. Wo waren wir denn jetzt stehen geblieben? Wir waren jetzt hier auf dem Schiff gewesen und haben jetzt von Baras die Aufgabe bekommen, entweder nach Tatooine oder nach Alderaan. Also Tatooine ist vom Level her noch niedriger, also fliegen wir jetzt erstmal nach Tatooine hin und schauen mal, was wir da machen müssen. Jo, gucken wir mal. Es ist eine große Ehre, einer Persönlichkeit wie Ihnen dienen zu dürfen. Die Geschichte wird sich an Ihren Namen erinnern. An Dabei meinen fällt mir nicht, sondern gerade an Ihren. ein, ich fliege mal zur Imperialen Flotte hin. Ihr fragt euch jetzt, warum zur Imperialen Flotte? Ja, weil es gibt ja jetzt die neue Stadt hier, Ma'an. Beziehungsweise das neue Haus, Housing-Teil. Und ich will mal gucken, ob ich mir das jetzt besorgen kann. Dann zeige ich euch das einfach mal jetzt. Geh, okay, bitte, 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 bitte aussteigen hier. Ah. Auch zur Flotte. So, wir sind bei der Flotte. Kurz im Aufsatteln hier. Zack. Ich vermute mal, den kann man hier auch kaufen. Ich hoffe es. Dass ich dafür zu Mananen muss. Das ist ja blöd, weil dieser Charakter kann da nicht hin. Der ist auch noch weit von entfernt. Aber ich denke mal, das kann man mit Sicherheit hier auch auf der Station kaufen. Wir müssen es nur finden. Warte mal, damit ich hier nicht rumirre hier. Schauen wir mal eben hier. Versorgungsgitter, Kampfausbildung, nein. Festung und Kuhfähigkeiten. Da gehen wir hin hier. Da sind wir gar nicht so verkehrt. Also für das Basisgebäude habe ich die Kohle. Jetzt müssen wir nur gucken, wo gibt es das? Warte mal, wir nehmen einfach von den Typen hier die Quest an hier. Festungskommissar. Ihr seid eine mächtige Figur auf der galaktischen Bühne. Mächtige Figuren ziehen mächtige Feinde an. Schützt euch vor euren Feinden. Vergrößert euren Einflussbereich. Setzt euren Wohlstand als Waffe ein. All das und mehr könnt ihr mit einer Festung erreichen. Sichert euch einen Winkel der Galaxis und gründet eure neue Machtbasis. Lasst eure Festung in Prunk und Schönheit erstrahlen. Und badet euch voller Zufriedenheit im brodelnden Groll und der Angst eurer Feinde. Dient dem Imperium. Zeigt euren Wert. Nutzt eure Macht. Sichert euch jetzt eine Festung. Mit uns legt sich besser niemand an. Jo, hier gibt es auch noch ein bisschen Punkte. So. Und jetzt schauen wir mal, ob wir die Festung hier kaufen können. nein, nein. Da ist sie doch. Da ist sie. Mann an. Nicht. So, kaufen 2,5 Millionen. Die nimmst du echt von den Lebendigen hier so kaufen. Ja, will ich kaufen. Okay, also wie ihr seht, ich habe schon ein paar Festungen. Wie kann man jetzt dann die Festung jetzt hier durchschalten? Ja, das weiß ich auch nicht so genau, wie das geht. Weil ich habe ja normalerweise müsste ich jetzt 5 haben, nicht dass ich jetzt eine verloren habe an der Seite 2 hier. Weil das ist die zu 100%, seht ihr? Die ist 100% ausgebaut. Dann hier,
Tatooine-Festung, das ist ja alles ein bisschen erst hier. Ne? Cassidy, yo, hab ich auch. Ja, dann reisen wir da jetzt mal hin. Wir gucken uns da mal jetzt mal um. Reisen. So, Viviaras Festung. Ja, die Festung ist mal die hier, Mädel. Ja, war ein schönes Eingangsvideo zur Festung hin. Jetzt bin ich ja mal gespannt. Oh, guck mal hier. Belohnung. Ja, weil ich die Quest gerade angenommen habe. Nehmen wir an. Zack. Und Level up. So, gefällt mir das. Level 24. So. Schauen wir mal unser neues Zuhause an hier. Das sieht ja ganz fein aus hier. Also das ist schon mal eine riesen Fläche hier vorne, wo man was hinstellen kann. Ich sehe das schon. Also das ist alles ist mal unseres hier. Ja, also für den nächsten Raum freischalten haben wir glaube ich nicht mehr genug Kohle jetzt bei mir. Nee, nur 450.000. Das wird wohl nicht reichen. Aber schauen wir mal jetzt. Die nächsten Räume, wo sind die denn überhaupt hier? Ist schon schön, schön gemacht hier auf jeden Fall. Da kann man mit Sicherheit auch so Statuen draufstellen oder so. Zeige euch das gleich mal eben. So, also das ist hier der Vorplatz. Und das, wette ich mit euch, müssen wir kaufen. Ich wusste es. 2 Millionen. Die spinnen doch, oder nicht? Echt, 2 Millionen für die nächste Erweiterung? Ja, da müssen wir ein bisschen sparen. Ich meine, ich hätte die Kohle wahrscheinlich. Da müsste ich mal ein bisschen zusammenkratzen, aber gucken wir mal. Also, um da reinzukommen, brauchen wir 2 Millionen in den Innenbereich. Nicht? Der Außenbereich hätte 2,5 Millionen gekostet. So, ich vermute mal, dass wir da vorne irgendwo landen. Dann werden wir jetzt erstmal hier vorne was hinstellen. Da sind wir ja gar nicht so. Ne? Und zwar gehen wir jetzt in den Bearbeitungsmodus. Ups. Ja, ja, bla 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 bla. Das brauchen wir nicht. Weg. So, und jetzt seht ihr die ganzen Flächen. Das ist ein Prunkplatz hier. Okay. Hier haben wir so kleine Felder, wo wir was machen können. Und hier vorne auch, wie ihr seht. Ja, warte mal, erstmal wieder, so, im Winter. So, jetzt haben wir hier oben einen Teppich hier bekommen, fressen wir mal eben, das geht nicht mehr. Ein paar Blechlampen, das. Ein paar Stühle, ein paar Sofas, so. Ein paar Prestigepunkte. Ja, das brauchen wir. Imperial Banner habe ich 14. Mehr geht wohl nicht. Ach, erfordert Tapferkeitsrang 14? Um die freizuschalten? Ja gut, habe ich mit dem Charakter nicht, aber mit dem anderen habe ich das. Verstehe ich nicht. Das zählt für alles. Ja. Okay. Jetzt gehen wir nochmal kurz in den Baumodus rein. So. Und
Und hier werden wir jetzt gucken, ob uns das kritisch ist, wird das sein, nicht? Nicht alles anzeigen, nur freigeschaltet ist, so. Dann geht es schneller. Weil ich brauche irgendwie nur... keine Flagge. Wo ist denn das? Warte mal, nicht städtisches. Möbel, Beleuchtung, Personentechnik vielleicht? Oder Funktionen? Warte mal. So. Nein, 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 nein. Safe, nein. Frachtrampe, 0 von 2. Ich dachte, ich hätte was bekommen jetzt gerade. Postfach, siehste. Platzieren. Haben wir schon mal. So, haben wir sonst noch was hier? Vermengtes Lager, das ist gut. Das packen wir mal hier vorne hin erstmal. So. Ja, dann lassen wir es erstmal so. Bearbeiten. Nee. Das ist ja verkehrt rum eigentlich. Ach komm, scheiß jetzt drauf. Das kommt mal zu. So. Ihr besitzt eine Festung. Dankeschön. Okay. Ja, das war erstmal die Manan-Festung hier. Mehr kann ich euch auch erstmal nicht von zeigen, weil ich halt jetzt gerade nicht unbedingt die Kohle habe, um hier weiter freizuschalten. Aber, ne, ihr habt schon mal einen Einblick bekommen, wie das hier aussieht. Und ich würde sagen, dann geht es erstmal wieder zurück zum Schiff, weil wir wollen ja nach Tatooine hin. So, jetzt habe ich mir mal einen Zwischenschalt schon gekauft. Prioritätstransport, eigenes Raumschiff. Cool. Und dann geht es erstmal hin. So, wir sind an Bord. Immer eine Freude. Ich hoffe, Sie haben einen fantastischen Tag und fühlen sich nicht danach, mich zu deaktivieren. Mal gucken. So, jetzt geht's erstmal nach Tatooine hin. Wo haben wir es denn jetzt hier? Tatooine dort. Ah, Stufe 24 bis 28. Ne? Da sitzen wir mal gerade drin. Die Wüste von Tatooine erwartet dich, meine Schülerin. Seit dem Verhör des republikanischen Agenten hier auf Drom und Kaas habe ich einiges in Erfahrung bringen können. Ich bin mir sicher, dass Nomen Kaar seinen begnadeten Padawan nach Tatooine geschickt hat, um sie vom legendären Meister Yonlak ausbilden zu lassen. Vor Jahren habe ich den Rat der Sith aufgefordert, diesen Jedi zu jagen und zu vernichten. Sie haben es abgelehnt und Yonlak ist hier auf Tatooine untergetaucht. Was soll ich tun, wenn ich ihn gefunden habe? Yonlak hat die Kräfte dieses Padawans geformt und nun sind sie durch ein besonderes Band verbunden. Finde und zerstöre ihn. Was hofft ihr dadurch zu erreichen? Nomen Kaar hütet seine Schülerin. Also locken wir sie heraus, indem wir alles vernichten, was ihr etwas bedeutet. Meine Dienerin Sharak Brief wird dir helfen. Sie ist recht exzentrisch und etwas gewöhnungsbedürftig. Sei nachsichtig mit ihr. Ich kann für nichts garantieren. Ich erdulde oft deine Launen, solange die Ergebnisse stimmen. Aber dieses Mal möchte ich, dass du dich genau an meine Anweisung hältst. Das wäre alles. Okay. Dann landen wir jetzt.